Scheiße! Holy shit! Holy shit! Was machst du denn da? Sorry. Wow. Okay, also schön geht anders. Ja. Hä? Was hast du gerade gesagt? Nix. Diese Trockenblumen, die erinnern mich an etwas anderes. An was Trockenes erinnert's dich denn? Eventuell das Sexleben von Leonie. Spaß, nein, alles Spaß. Als aber okay. Ganz mal, ja. Aber Rosen waren ausverkauft oder wie darf man das verstehen? Das da. Mann, aber Lilly, lass dich doch mal stehen, Mann. Nein, nerv mich doch mal gerade nicht. Was ist los mit dir? Ach, so soll das so? Ja, das soll das so. Das ist, dann denkst du, ich habe ja Langeweile. Siehst du das nicht? Das ist, für mich ist es in Ordnung. Okay. Nein, das ist sehr verletzend. Hört auf, damit ihr irgendwelche Witze machen. Hast du Klaubefrische oder was? Weiß, ich helfe dir doch auch die ganze Zeit. Ich weiß, aber für mich ist heute ein wichtiger Tag. Es ist Valentinstag. Und ich möchte einfach, dass einfach alles perfekt ist. Und dass ich meine Freundin zum Höhepunkt komme. Das ist, warum ich überhaupt bitte darüber rede? Ja, weil ich dir helfe, wie gesagt. Ja, aber es ist halt auch nicht immer Also so Essen geil. Ist vorbereitet, ne? Der Tisch sieht sehr schön. Ja, das ist schön, hast du toll gemacht. Und ist es jetzt auch wirklich, dass es aphrodisierend wirkt oder nicht, das Essen? Ja, da ist ganz viel aphrodisierendes Essen. Und das strahlt ja eventuell über das Ganze hinüber. Lilly, Mann, du kapierst es nicht. Ich habe mit dem Verkäufer dieser Sträucher hier gesprochen. Und wenn ich das so mache, dann ist es halt einfach hier, dann liegt das in der Luft, verstehst du? Und das wirkt hier aphrodisierend auch. Ah. Das ist das. Ja. Hm. Aphrodisierend für depressive Stimmungen, oder? Okay, pass auf. Jetzt reicht's. Pass mal auf. Hör mal zu, Girl. Ich sag dir jetzt eine Sache. Nein, hör mal jetzt zu, okay? Ich sag dir jetzt eine Sache, Real Talk. Hättest du dich einfach mal ein bisschen um andere Sachen gekümmert und nicht nur einfach Leonie fragen, was sie am liebsten isst, was ich eh schon wusste, hätte ich mich auch um andere Sachen kümmern können. Ich sag dir mal eine Sache, Boy. Was? So, wie stellst du dir das denn eigentlich vor, dass ich einfach so zu Leonie hingehe? Hey, Leonie, sag mal ganz, ganz kurz. Ich habe mich das eigentlich schon immer gefragt. Was bringt dich eigentlich zum Höhepunkt? Ja. Hätte ich machen sollen? Hättest du vielleicht mal machen sollen. Wäre das nicht ein bisschen offensichtlich? Oh, was weiß ich, Mann. Mir gefällt das hier. Mir gefallen diese Sträucher, mir gefällt alles. Guck mal, ich kann schon gar nicht mal richtig reden, weil ich muss mich auch beeilen, Alter. Wirklich, du bringst mich echt durcheinander gerade. Ich möchte einfach heute schon richtig bam und dann ist alles gut. Meine Fresse, ey. Ja, okay, ganz ehrlich, schlimmer als mit dem Cockring kann es ja eh nicht werden. Von daher, eins gegen eins. Du bist... Wow. Das ist super. Unser brasilianischer Boy nascht hier an meinen Valentinstag. Hast du es ihm nicht gesagt, das oder was? Ein Erdbeer. Was denn? Aber sieht schön aus, oder? Das sieht voll schön aus. Das ist doch jetzt beschmiert. Da sollte zuerst mal Leonie dran naschen. Mann. Hey. Was ist das? Hey! Hey! Oh. Hey! Sweetie! Schön, 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 dass du joggen warst, weil jetzt kannst du nämlich richtig schön reinlaschen. Erstmal Happy Valentinstags. Valentinstags, ey, ich bin richtig aufgeregt. Ja, ich hab. Siehst du nicht? Mann, jetzt geht doch mal, bring mich durcheinander, die nerven mich hier! Okay. Also, was ich sagen möchte, ist, heute wird der Tag sehr, sehr, sehr romantisch und magisch. Magisch sogar. Ich habe einiges vorbereitet, ja. Okay. Und naschen darfst du erst, wenn du dich frisch gemacht hast, ja? Hm. Wow, sehr gut gemacht. Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Sieht aus wie im Wilden Westen, wenn nur noch dieser riesige Grasbüsche, der durchs Bild rollt. Waren richtige Rosen irgendwie ausverkauft? Ha? Episch, ich wollte nur was Neues ausprobieren. Gefällt's dir nicht? Oh, doch. Baby, sorry, nein. Es ist total süß von dir, wirklich. Es gefällt mir, wirklich. Guck mal, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Ja. So süß, Luftballons. Weißt du, was ich am allermeisten an der Liebe? Mein Popo? Den auch, den kleinen Knackarsch. Aber vor allem deine Leidenschaft.
Und damit meine ich nicht nur im Bett, sondern an der Leidenschaft, mich immer glücklich machen zu wollen. Auch wenn du mit diesen ganzen Trockenblumen vielleicht nicht so richtig lagst. Aber es ist trotzdem einfach nur süß und du machst mich zur glücklichsten Frau auf der ganzen Welt. Ja. Und jetzt genießt du die Show. Oh. Oh, das war aber süß. Sweet. Aber nicht, dass du jetzt krank bist. Ach, Quatsch. Ich bin doch nicht krank. Okay. Dann geht's los. Alles okay? Ja, sorry. Okay, cool. Gut. Oh, mach weiter. Oh, ja. Oh, ja, das ist gut. Ah! Oh! Oh. Sorry, Babe. Oh, Scheiße! Holy shit! Holy shit! Was ist denn? Holy shit. Was hast du? Oh, Kack. Oh, Baby, bitte. Auf dich, juck dich nicht. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Es tut mir leid, du musst dich angucken. Scheiße. Oh mein Gott, was ist das? Kevin, wo ist ein Spiegel? Wo ist ein... Scheiße. Ach du Scheiße. Holy shit, was ist das? Ich kann einfach nur den Online-Schauschein sein. Oh mein Gott, Kevin, ich hab Angst. Fuck. Beruhig dich. Okay, pass auf. Zieh deine Hose an. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Das ist wichtig, dass wir jetzt sofort irgendein Rezept von einem Arzt bekommen oder so. Okay? Ich hab Angst. Oh, mein Eis ist ganz komisch. Scheiße, Leo, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich will doch jetzt mal. Ihr müsst euch doch mal ankommen, Babe. Wir müssen los. Wir müssen doch die Notaufnahme. Ja, wir fahren doch sofort. Mann, das geht. Ja, ich muss jetzt mal. Das ist alle ein Traum. Bereit für euch. Ah, wir haben euch. Ja, das ist gut. Gesundheit. Hey. Und ein bisschen. Gut, was hat der Arzt gesagt? Es ist schon besser, oder? Also es ist am Abklingen und... Ja, schon, aber so richtig gesund ist es nicht aus, Maus. Alles wieder gut? Ja, Leute, beruhigt euch, okay? Das war... Nur ein allergischer Schock. Ich sehe doch nicht mal aus wie Quasimodo, oder? Nein, das ist schon ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Gut. Was hat denn den Schock ausgelöst? Wahrscheinlich diese komische Dattel, oder? Die waren wahrscheinlich alt oder so. Die waren es tatsächlich gar nicht. Das waren die Trockenblumen. Ja. Die Trockenblumen. Ja, die Trockenblumen. Ach, so. Das ist ja doof. Oh, Baby, hey. Du hast dir Mühe gegeben. Hallo, kein schlechtes Gewissen haben, ja? Ist alles gut. Außerdem ist der Tag noch lang und wir können das mit der Romantik noch nachholen, okay? Mhm. Okay, der Arzt hat mir schon so eine Salbe drauf gemacht, aber ich guck nochmal nach diesen Anti-Allergie-Tabletten. Ja, ich räume schon lieber die Samen weg, nicht, dass sie noch einen Anfall bekommt. Ich hätte da noch so eine Frage. Über Mr. Bodymaster. So in general, so. Also der Arzt, ne? Wow, super. Wir sind leer. Ich hätte schwören können, ich habe davon noch welche von diesen Anti-Allergie-Tabletten. Das ist doch alles scheiße. Oh, schnell weg damit. Ja, ja, ist gut. Was ist los? Wir sind leer. Ich dachte wirklich, die Karte wäre noch voll. Ja, und? Wir können einfach welche holen. Soll ich das machen? Wie heißen die denn? Ich muss eh in die Stadt. Das ist kein Ding. Ja, ich komme am besten mit. Okay. Dann kann ich das selber machen. Es ist okay, es geht doch schnell und vielleicht könntest du in der Zwischenzeit schon... Das ist immer kernsanieren und es tut mir nochmal von ganz ganz hinter ewig. Ja. Alles gut. Bis später, ja? Ja. Okay, let's go. Yes. Tschüss, Leute. Ciao. Danke für die Hilfe. Gerne. Bam, 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 bam. Yes. Super, danke. Also es muss auf jeden Fall, jetzt ist ja auch alles clean, jetzt ist ja nichts mehr da, wir haben ja wirklich super Arbeit geleistet und jetzt kann es ja nur perfekt werden, weil jetzt ist ja auch alles cool und es hat ja genauso gereicht, hätte ich das so gemacht. So, von Dingen her ist alles cool. Kann ich dich mal was fragen? Hä? Meinst du vielleicht nicht, das solltest du heute dann noch mal ein bisschen langsam angehen lassen? Hm.
Weil Leonie sah auch echt fertig aus. Ja. Hast du ihr Gesicht gesehen? Ja. Das sah aus wie ein Zombie, der tagelang in einer Wassergrube liegt. Das ist gemein. Ja, dann gib mir doch einfach mehr Zeit. So, morgen ist auch noch ein Tag. Nein. Was erzählst du denn? Lilly, ich mach doch hier gerade alles fertig. Und du kannst den ganzen Tag irgendwie nur dumme Sprüche drücken. So, weißt du, dann hilf mir doch einfach und sag mal ein bisschen positiv. Ich helf dir doch die ganze Zeit. Ja, okay, ja, super, beim Dingsen, ja, super. Ja, kannst du entweder gehst du hier aus der Tür oder weiß ich doch auch nicht, Mann. Ich bin doch gerade im Kopf ganz woanders. Ja, und das ist das Problem, Kevin. Was? Ich mach doch hier diese Späße, um dich davon abzulenken, damit du nicht mehr so verstärkt bist, damit du das alles ein bisschen lockerer siehst, weißt du? Mhm. Außerdem, jetzt ganz ehrlich. So, du musst doch selbst, du musst zugeben, dass das schon ein bisschen funny ist, oder? Erstmal dieser Sextoy-Unfall, dann diese Pampagras-Kacke. Ja, das ist sehr witzig, ja, ich kriege mich auch einfach. Ja, wirklich. Kevin. Was ist denn? Jetzt renn doch hier nicht die ganze Zeit rum. Komm, setz dich mal hin und dann gebe ich dir einen Rat, okay? Das ist Leonies Freundin. Ja, okay. Also, weißt du, wann du sie je zum Höhepunkt kriegen wirst? Mhm. Spoiler? Ja. Nie. Wenn du so weitermachst, nie. Danke. Und das sage ich dir jetzt als netten Tipp, weil ich finde, du bist einfach viel zu verkopft, weißt du? Wenn du dem Ganzen mehr Zeit lassen würdest, wenn du dich nicht immer in so diese ganzen Gedanken und Stress verstricken würdest, dann, ja, dann würdest du sie zum Höhepunkt bekommen. Okay, und du hast, guck mal, ich kann keine Zeit lassen. Weil es ist halt einfach nervig. Mensch, ich weiß doch, dass ich verkopft bin. Ich check das doch auch. Aber das geht nur darum, weil das Risiko ist einfach sehr hoch. Wenn ich jetzt Tage verstreichen lasse, dann wird sie unzufriedener. Und wenn sie unzufriedener wird, dann kommt das Problem noch dazu, dass sie eventuell irgendwann die Reise entzieht, wenn es nicht richtig knallt. So, und dann ist das nächste Problem, dass ich dann natürlich damit nicht leben kann. Weil wenn sie damit mir Schluss machen würde, würde ich die Frau meines Lebens verlieren. Und das funktioniert nicht in meinem Kopf. Und darum bin ich auch so verkopft. Es ist doch logisch, wenn man als Mann seine Frau nicht zum Höhepunkt bekommt oder das nicht irgendwie gut ist, dann hat man einfach Angst. Na klar, ist es dann so der Kopf, ja, ja, das muss jetzt. Und deswegen, umso früher, umso besser. Und wenn du deinen Punkt einmal erreicht, ist ja auch alles gut, dann ist es auch bam. Aber können wir jetzt bitte das Thema wechseln, weil ich muss mich wirklich, ohne Scheiß, ich brauche Konzentration für den Abend mit Leonie, weil ich möchte, dass es einfach perfekt ist und gut ist. Und jetzt ist ja auch alles schön, es ist eine schöne Atmosphäre jetzt geschaffen. So. Ja, ich verstehe dich, Kevin. Ich möchte, dass du weißt, dass ich mit dir fühle. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend. Du kriegst es schon hin, Kevin. Du bist ganz ehrlich, Kevin, wer ist der Bodymaster, hä? Wer? Wer ist der Bodymaster? Ich bin der Bodymaster. Ja, lauter? Ach komm, jetzt hör auf mit so einem Quatsch da. Danke dir auf jeden Fall. Ja, gerne. Du schaffst das. Filmeabend alleine. Hör mal kurz zu. Ich habe weder von Leonie oder Paco einen Anruf. Und die sind jetzt 2 bis 3 Stunden schon locker weg. Welche Apotheke in Köln ist denn 2 bis 3 Stunden weg? Was ist das? Mach dir keine Sorgen. Nein, mach dir keine Sorgen. Ruf dir doch nochmal an. Meine Freundin hat einen Allergieschock. So, das kann sein, dass der Hals zumacht, dass sie nichts mehr riecht und nicht mehr hört. Ah, oder da was sind ist? Sie ja. Ja, trotzdem. Finde ich nicht geil, dass man sich hier nicht meldet. Ja. Wo wart ihr denn? Jetzt mal ernsthaft, Baby, das kannst du nicht bringen. Du kannst doch nicht einfach mit einem Allergieschock rausgehen, die sagt, du gehst zur Apotheke. Nee. 2 bis 3 Stunden seid ihr weg, ich hab mir Sorgen gemacht. Doch, nein, ich hab mir Sorgen gemacht. Jetzt chill mal, okay, wir waren in der Apotheke, haben nur mit Kamitte geholt, aber daneben war so ein richtig cooler Laden und ich wollte mir ein neues Outfit holen. Geil. Und sie hat mir dabei geholfen, okay? Wir wollten auch Bescheid sagen, mach ich. Aber wir hatten, also ich hatte keine Hände dabei und Leo hat keinen Akku mehr. Sorry, okay? Aber es war mit mir, ich habe auf sie abgeguckt. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Natürlich hat sich dann jetzt richtig cool gemacht. Sehr gut. Ja, mir geht's sehr gut. Ja, fein, oder? Nachholen, was wir heute verpasst haben, okay? Jetzt kommt die richtige Überraschung. Guck mal, neue Bettwäsche. Oh, danke. Alles ist aufgeräumt. Jetzt. Oh. Wir müssen richtig schön weit. After the sun comes a time, after the time comes the wild, after the wild came the liver, and through the liver was the change, after the water swim to walk. Ja, wir haben keine Pariser mehr. Mhm. Wir haben keine Pariser mehr. Keine Kondome. Okay, ich geh kurz zu Paco gucken, weil da können noch welche haben. Okay. Ja, wenn der Bumus bringe. Mann, was machst du da? Hä? Es geht nicht. Guck doch online. Oh. Hey,
Ich kenne dich ja mittlerweile. Hey, was machst du da, Junge? Bro, hast du heute noch Besuch oder nicht? Ja, nee, heute nicht. Ja, siehst du, drei Stück, eins für dich. Kannst du noch eins vorbereitet oder was? Ich hab nicht, Bro, ich muss das jetzt. Bitte. Okay, ne? Ja, danke. Mach mich stolz, okay? Viel ja. Spaß. Okay. Okay. Lilly! An! Ja! Auf Play drücken. Okay. Ratatata! Okay, Baby. Hast du die genommen, ne? Du bist gerade eingeschlafen, ne? Weißt du, was da steht? Dass du auf jeden Fall dadurch einschlafen kannst. Was, dass wir in einer Stunde das Gespräch haben? Ja. Statt dich darauf vorzubereiten, fummelst du an der Lady rum. Ich bin gerade wach geworden. Sieh zu, dass du aus der Koje rauskommst. Ich warte unten. Schön, dich zu sehen. Ja, super. Das ist sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Könntest du da über deinen Schatten springen und ihm nochmal eine Chance gewähren? Hm? Gregor, komm.